Sue oder Oh Boy, das waren zwei seiner unvergesslichen Welthits, Buddy Holly, die Rock'n'Roll-Legende, die leider viel zu früh verstarb. Seine Musik hat Geschichte geschrieben, seine Songs sind bis heute beliebt. Das bewegte Leben von Buddy Holly wird bald in einem Musical hier in Essen erzählt. Am 8. Oktober kommt die Buddy Holly Story ins Kolosseum. Heute gab es schon mal eine kleine Kostprobe. Ehrengast, seine große Liebe, seine Witwe Maria Elena Holly. Maria Elena Holly mitten zwischen den Musical-Darstellern. 73 Jahre ist sie alt und keiner kennt ihn besser. Die Rock'n'Roll-Legende Buddy Holly. Ein Musical zu seinen Ehren, das hätte sich Buddy gewünscht. Sometimes I wonder, you know, I said, see Buddy? Your dream came true. So manchmal sitze ich da und denke, Mensch, Buddy, dein Traum ist wahr geworden. Und auch wenn er nicht hier ist, immer wenn seine Musik gespielt wird, ist er doch irgendwie da. Im Beisein von Maria Elena geben die Jungs auf der Bühne alles. Doch was wäre Buddy Holly ohne seine wahren Fans? Hans-Werner Finking aus Dortmund hört Buddys Songs, seit er 13 Jahre alt ist. Er betreibt eine der größten Fanseiten für Buddy im Internet. Und der 63-Jährige hat genug dabei, was Maria Elena für ihn signieren kann. Without Buddy, there's no day for me. Every day is a holiday. And when I'm sad, immer wenn ich traurig bin, höre ich Buddys Lieder, sagt Hans-Werner, und Hollys Witwe ist gerührt. That is what he really wanted to happen. Und so plaudern die beiden weiter über die guten alten Zeiten. Buddy Holly, Mitte der 50er Jahre einer der größten Rock'n'Roll-Musiker weltweit, erfolgreich mit Songs wie Peggy Sue. 1958 heiratet Buddy seine Maria Elena, bevor der Texaner ein Jahr später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Ich habe hier zwei Teile des Flugzeuges, mit dem Buddy Holly abgestürzt ist. Und zwar ist ein Fan mal zu der Stelle gegangen, bewaffnet mit einem Hans-Werner Finking beeindruckt mit seiner Sammlung auch die jungen Musicalsänger. Erzählt Dominik, dem Buddy-Darsteller, alte Geschichten über sein großes Rockidol. Das ist Musik, die tief reingeht, die meiner Meinung nach den einen Sinn und Zweck hat, jemand fröhlich zu machen. Und so sammelt Hans-Werner Finking weiter alles rund um Buddy Holly. Durch das Treffen mit Maria Elena ist seine Sammlung wieder um eine Geschichte reicher. Ja, und das